In diesem Video möchte ich euch einmal alle Tipps, die wir zu Spellforce Conquest of Io kennengelernt haben, anwenden, um einen unmöglichen Start mit der neuen Klasse Dämonologe zu absolvieren. Das heißt, wie können wir da vorgehen? Was ist denn vor allen Dingen zu beachten, gerade auf höherer Schwierigkeitsstufe? Und wie kommt man denn aus dem, ja, sag ich mal, frustrierenden Early Game dann mit einer angenehmen, soliden Strategie durch das Spiel durch? Wer noch immer Probleme mit dem Spiel hat und sich vielleicht noch nicht alle Videos angeschaut hat, guckt oben nochmal in die Playlist hinein. Da sind alle Tutorials drin. Ich habe die meisten Grundlagen jetzt eigentlich überdeckt. Werde jetzt mit diesem Video nochmal diese ganzen Grundlagen erweitern. Das heißt, fangt am besten da an und kommt dann wieder zurück. Oder ja, springt einfach hier rein und schaut mal, wie das Ganze so geklappt hat. Bevor wir loslegen, nur nochmal kurzer Hinweis. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Daumen da lassen, Abo da lassen, Kommentare, gern diskutieren. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und legen wir mal los. Zu Beginn müssen wir natürlich unseren Archetypen wählen. Wir gehen auf Magier nach Mars, einfach weil wir die Schulen selber aussuchen wollen. Das heißt, unser Handwerk bleibt natürlich die Dämonologie, das ist klar. Aber jetzt wählen wir uns die ersten Schulen und die zweite Schule. Relativ simpel, beides Natur. Warum, erkläre ich euch dann, wenn wir im Spiel sind. Jetzt gibt es hier diese ganzen Auswahloptionen und ich kann euch nur sagen, hier gibt es einen gewissen Scam drin. Denn Draycott, also das Gebirge, ist in meinen Augen deutlich härter als die anderen beiden Gillyshire und Nebelküste. Denn Gillyshire und Nebelküste haben den unglaublichen Vorteil, Ork-Einheiten relativ einfach bekommen zu können. Und deswegen werden wir uns auch für die Nebelküste entscheiden. Die Widersacher sind uns egal und ansonsten lassen wir alles auf unmöglich. Das heißt, schnallt euch an, das wird eine brutale Geschichte. Ja, halten wir direkt mal kurz an, um mal die Strategie zu erklären. Also, warum haben wir zwei Naturseiten genommen? Bei Naturseiten gibt es einen sogenannten Zwinger, also Kennel auf Englisch. Und diesen Zwinger, den können wir benutzen, um unsere Beast-Einheiten, also Bestien, zu buffen. Außerdem könnt ihr auch ganz viele Bestien-Einheiten rekrutieren, was das auch noch ganz nett macht. Allerdings ist es dafür wichtig, weil wir im Ork-Gebiet hier an der Nebelküste gestartet sind. Und hier können wir relativ schnell Wagreiter rekrutieren. Außerdem auch die Verwüster, glaube ich, heißen sie auf Deutsch, die T3-Einheit. Wenn wir die Orkstadt, die direkt nebenan ist, für uns gewinnen können. Diese Bestien, oder diese, jetzt spoilere ich schon, diese Wagreiter und diese Verwüster sind auch Bestien. Das heißt, wenn wir die mit dem Zwinger buffen können, werden die zu unglaublichen Powerhouses, die extrem viele Immunitäten aufweisen, massiven Damage machen. Und beides sind halt sauschnelle Kavallerieeinheiten, die recht gut ihre Kavallerierolle auch eben enhancen, also erweitern können und dadurch ganze Schlachtfelder überrennen können. Gerade die Verwüster auf T3, wenn man die relativ schnell kriegt, dann ist das natürlich ein Ideal. Ich kann euch aber jetzt schon spoilern, dass das bei mir nicht ganz so geklappt, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Auch ein paar andere Dinge natürlich nicht, aber es soll ja so sein, wie ich es einfach gemacht habe und jetzt nicht irgendwas random Zufälliges, was halt falsch ist. Dann haben wir, wie gesagt, dann diese Nebelküste gewählt. Ihr könnt auch mit Gillyshire anfangen. Gillyshire hat den Vorteil, dass ihr nebenan eine menschliche Siedlung habt, die Mentalisten bereitstellen kann, Paladine. Und eine super krasse Baracke, wo ihr einfach einen Armee-Slot mehr bekommt. Das ist hier nicht so. Hier kriegen wir halt eben diese Verwüster und wir können uns eine Ork-Kaserne, also durch die Ork-Kaserne halt bauen. Wir können auch Schamanen haben. Und außerdem könnt ihr bei Gillyshire einfacher an Arbeiter rankommen. Hier ist es zufällig, ob ihr die Arbeiter bekommt. Auch das werdet ihr sehen, wird noch ein Problem darstellen. Bevor ich jetzt das Spiel endlich mal loslaufen lassen kann, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr habt immer einen Timer von 2 Wochen in diesem Spiel. Nach 2 Wochen kommt diese, falls ihr es kennt, dieses feindliche Gebäude mit dieser Armee, die den Turm angreift. Und wer noch nicht auf Unmöglich gespielt hat, der weiß noch nicht, dass das ein volles Deck mit einem Level 2 gehörnten Beast und 4 oder 5 Feuergolems ist, ich glaube 4, die euch ordentlich umbringen können und das so, sag ich mal, wirklich Breaking Point sein muss, wo ihr eine Armee habt, die schlagkräftig genug ist, um das entweder im Auto-Resolve, besser sogar manchmal im Auto-Resolve oder selbst gekämpft zu gewinnen. Anders funktioniert es nicht. Ihr bekommt immer vorher diese freie Armee, aber das ist trotzdem auf Unmöglich absolut der Punkt, wo ihr sich entscheidet, ob ihr weiterspielen könnt oder neu starten müsst. Ihr erkennt sonst die ersten Schritte. Wichtig ist beim Goblin-Lager, dass ihr am Anfang freiräumen sollt. Sprecht die Goblins an, sodass ihr diesen Goblin-Schaman bekommt, der so euer erster Heiler ist. Der wird auch relativ lang euer einziger Heiler sein, gerade in dieser Position, die wir haben. Der Vorteil sind halt die extrem starken Ork-Einheiten, werdet ihr gleich noch sehen. Aber eben natürlich, wir haben keinerlei Heilung, also gut wie keine Heilung. Da müsst ihr schon irgendwie einen guten Plan noch haben, euch das bereitzustellen oder einen Helden haben. Apropos Helden,
auch wenn jetzt alles andere hier drumherum passiert, das sind ja die Standardschritte, wir müssen jetzt mit allen Einheiten einfach komplett ausschwärmen, um einen Helden zu finden. Denn das ist das Essentiellste. Ihr seht ja auch schon, diese Orgasch ist eigentlich so gut wie nebenan bei der Nebelküste, ist extrem lächerlich schön nah. Und ihr kriegt auch einfach einen schönen Gegenstand geschenkt gerade. Das heißt, ihr kriegt einen Gegenstand mit plus Elementarresistenz und ich glaube noch irgendwelche Benefits, die ganz nett sind. Weswegen es auch ganz cool ist, neben dieser Stadt zu starten. Ja, ansonsten machen wir auch die üblichen Forschungen. In dem Wisp müsst ihr immer zuerst, das Irrlicht immer zuerst erforschen. Das ist essentiell. Das geht nicht anders. Und dann direkt, sobald das Handwerk freigeschaltet ist, loslegen. Dieses, der Geier des neuen Zeitalters wird so mit unser Hauptding sein, was wir brauchen. Der Grund ist ganz einfach, die drei Schaden auf Flankieren sind schon mal ganz nett. Vor allen Dingen später bei den Wagreitern wird das essentiell sein können. Und hilft natürlich auch allen anderen Einheiten. Vor allen Dingen ist aber auch wichtig, wenn wir das dann aufleveln, was wir relativ leicht können, weil die Wagreiter uns fast jeden Kampf hoffentlich automatisch kämpfen lassen werden können. Dann könnt ihr relativ schnell auf die Gold- und die Mana-Vorräte kommen. Ihr seht nämlich oben, wir haben jetzt schon Minusgold, das ist Standard auf der unmöglichen Schwierigkeit. Die Wirtschaft ist schon brutal und ihr müsst halt gucken, dass ihr nachher auch Gold reinkarrt. Und das wollen wir ja mit der neuen Klasse machen und da könnt ihr schon mal einen ersten Tipp mitnehmen. Mit der neuen Klasse könnt ihr, wenn ihr diesen Geier nutzt, relativ gut halt Geld scheffeln. Wenn ihr, sobald ihr auf die Stufe 2 kommt, also ein paar Kämpfe gekämpft habt, dann bekommt ihr plus 3 Gold nach jeder Schlacht. Wenn ihr das so dreimal auf eure Einheiten, zwei, dreimal in einem Stack hat, was wirklich Power Stack ist, wenn ihr von vorne bis hinten durchhaut, dann seid ihr extrem gut vorbereitet. Denn dann haut ihr pro Runde oder pro Kampf so 6 bis 9 Gold heraus und das wird sich auf jeden Fall summieren und ist essentiell auch, um eure Wirtschaft, so wie ich das jetzt spielen werde, aufrechtzuerhalten. Ein Punkt, den man unterschätzen könnte, ist dieser Bogenschütze, den ich da produziert habe, den Goblin-Bogenschützen. Den müsst ihr auf jeden Fall in der ersten Runde produzieren. Dann seid ihr genau pünktlich für dieses Event hier, wo ihr Ruf mit der nächsten Stadt kriegt, wenn ihr das richtig macht, also auf den Handel geht. Und einige sehr wertvolle Ressourcen, die euch nachher weiterhin einen Vorteil geben können zum Dämonen ausbilden. Außerdem seht ihr nochmal, alle Einheiten werden verteilt. Ich habe natürlich in diesem Tippvideo nicht umsonst gesagt, geht spähen. Ich schicke auch nachher die Wisps aus. Ich zeige das jetzt ein paar Mal vielleicht ab und zu. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ich gehe natürlich ins dämonenverseuchte Gebiet, ins tote Gebiet. Und ich versuche auch Richtung Norden zu kommen. Das dauert natürlich was länger. Aber auch das ist natürlich essentiell, damit ihr genug Ressourcen kriegt. Um einen großen Upgrade des Zwingers zu bekommen, braucht ihr nämlich sehr viele Ressourcen. Er stellt sich dann doch schwerer raus, als ich es gehofft hatte. Aber die meisten Dinge klappen ganz gut, indem ich einfach, seht ihr hier, alles erkunde und hier die Goblins ausschicke. Und wenn die dann sterben, dann ist es so. Aber Hauptsache, ihr habt überall die Ressourcen, diese Pickups mitgenommen, die Hidden Pickups, die ich euch erklärt habe. Denn ihr müsst jede Ressource mitnehmen, die ihr kriegen könnt, um hier irgendeinen Vorteil zu kriegen. Ihr müsst auch Gegenstände mal verkaufen, damit ihr euch auch gewisse Gebäude leisten könnt. Habe ich hier schon zu spät gemacht, weil die Werkstatt sollte jetzt eigentlich schon laufen, damit ihr ins Plus kommt im Geld. Und das klappt hier nicht ganz so gut. Das hat aber auch noch andere Gründe, kommen wir nachher noch zu. Ja, dann habe ich euch ja gesagt, wir suchen den Helden. Das heißt, wir, oder Lehrling heißt es ja eigentlich. Das heißt, wir suchen eine Akademie. Haben wir jetzt leider nicht gefunden. Das ist schon mal eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen jetzt für den Anfang, dass wir jetzt noch nicht in den ersten paar Runden die Akademie gefunden haben. Wir finden sie, naja, jetzt irgendwann, aber ihr seht gleich wo. Denn da oben auf dem Berg, das brauchen wir unbedingt. Aber der Berg ist natürlich der letzte Punkt, wo wir hinwollen. Also eine Woche, 5 Tage ist okay. Wer Heroes of Magic Pro ist, weiß aber auch, 5 Tage sind schon viel, wenn man das anständig spielen will. Und oben, da hängt halt die Akademie jetzt. Und wenn wir da jetzt hingehen wollen, müssen wir erst mit dem Goblin außen rumlaufen. Oder ich werde es jetzt machen. Ich warte einfach auf den Wisp. Und der Wisp wird da hochfliegen und den Helden oder den Lehrling holen. Und der muss dann aber auch den weiten Weg runter machen. Wir brauchen nämlich eigentlich hier die Wagreiter, die da oben in dem Lager, das ich euch am Anfang gezeigt habe, da oben seht ihr es nochmal, rekrutiert werden können. Das ist halt nötig dafür, dass wir diesen Helden, also Lehrling, haben. Jetzt kriegen wir bald sowieso, nach der ersten Woche oder eineinhalb Wochen, kriegen wir ja eh unser freies Deck, wo dann auch ein Lehrling bei ist. Das ist eigentlich idealerweise, wenn man den Lehrling jetzt schon da sitzen haben, schon die Lodge da hängen, damit die Wagreiter bis zur zweiten Woche fertig werden. Das könnte jetzt natürlich knapp werden. Dann noch ein paar Worte zum Kultisten müssen wir auch noch abhaken. Das ist ja auch unsere besondere Einheit, die ja die Städte infiltrieren kann. Das Problem ist halt, dass da so ein fieses Orks-Deck davor rumhängt und solange ich am Anfang kann man halt noch nicht wirklich, aber unmöglich Kämpfe kämpfen in der ersten Woche. Braucht man erstmal dieses kostenlose Deck. Und solange ich da nicht durchkomme, kann ich das nicht machen. Ich habe es schon probiert. Dann hat die nach einer Runde, wo die angegriffen, musste ich sie zurückziehen und habe sie einfach in der Basis erstmal stehen lassen. Sonst bringt das alles nichts. Könnt ihr nicht einfach da verheizen. Ihr kriegt die Kultistin erst ab einem gewissen Punkt mit eurem Grimoire wieder. Das heißt, wenn ihr die jetzt sterben lasst, dann ist es erstmal vorbei. Und deswegen hing die erstmal so ein bisschen da rum und ja, war halt irgendwo vorhanden, mehr nicht.
Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, aber was sollen wir machen? Das Allfeuer, diesen kleinen Allfeuerknoten, können wir auch noch nicht wirklich in irgendeiner Weise rausholen, weil wir einfach noch keine Armee haben. Das ist aber eigentlich normal. Ihr müsst erstmal auf dieses Deck warten und ihr müsst gucken, dass ihr eure Planung baut. Trotzdem, ich baue nochmal einen Goblin, um so ein bisschen Stärke zu generieren. Aber an sich geht es eher darum, dass wir die Vargs anbauen und dass wir halt diesen ersten Ansturm überleben. Als Dämonologe ist dann natürlich noch essentiell, dass ihr die vier Seelen baut oder die vier Dämonen baut, die ihr dann euren Einheiten geben könnt. Natürlich Geier immer, aber auch den Touristen mal nehmen. Der Tourist, da braucht ihr nur eure Einheiten zu bewegen über die Weltkarte, was ihr ja sowieso tun werdet jede Runde. Und dadurch kriegt ihr dann natürlich auch nochmal einen besseren Erfahrungsboost und so weiter. Und wichtig ist in diesem Spiel, das habe ich auch in Tipps so ein bisschen angedeutet zumindest, die Erfahrung. Also wenn ihr ein Deck habt, nachher das viel Erfahrung gesammelt hat, viele neue Fähigkeiten und so hat, ist das deutlich, manchmal sogar doppelt oder dreifach so stark, wie es am Anfang war. Und deswegen ist es natürlich absolut essentiell, dass ihr euch daran haltet. Und wir müssen diese vier Dämonen sehen, halt machen, um unser Grimoire weiterzukriegen, damit wir die Dämonenverschmelzung irgendwann bekommen. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber wäre halt schön, weil das bringt uns auch nochmal einen großen Vorteil, um unsere Einheiten deutlich zu stärken. Und das ist jetzt auch ein guter Tipp, den ich euch geben kann. Hier ermahnt sie, ihre Pflicht vernachlässigt zu haben. Dann gibt denen tatsächlich die 10 Gold, ist bitter, ja. Aber ihr kriegt, und jetzt kommt ein ganz essentieller Einheit, einen Schläger, eine T2-Ork-Einheit, die so lecker brutal ist. Die wird uns hier komplett durchs Early-Game carryen, weil die obermäßig krass austeilt. Zu mal sagen, na, ihr habt gesehen, 32 Schaden. Die ist echt brutal und hilft uns halt jetzt nachher auch die Kämpfe zu gewinnen und auch die ersten Aggressionen zu bewältigen. Ganz wichtig, wie ihr es gesehen habt, gibt ihnen erstmal Ermahnung, dann sagt ihr 10 Gold und dann bekommt ihr eben diesen großen Vorteil. Dann nehmen wir uns Mortanon, oder wie er heißt, als Lehrling, weil er einfach 50 AP mehr hat. Und 50 AP mehr zu haben, wirkt am Anfang ideal, auch wenn man Fernkämpfer ist. Aber 50 AP sind nachher essentiell, weil manchmal werden die Fernkämpfer genug. Gerade auf unmöglich ist die KI da sehr aggressiv bei und auch intelligent. Und da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr möglichst viel AP auch auf eure starken Fernkämpfer, Heiler und so weiter habt. Bei einer Gelegenheit wie hier auf jeden Fall das schlechte Resultat annehmen, solange der Schläger nicht stirbt. Ein Goblin ist kackegal. Also den könnt ihr immer nachbauen ohne Probleme. Das habe ich euch ja auch schon im Tutorial erklärt. Ja, nicht traurig sein. Das ist nicht wie bei Age of Wonders, wo ihr hunderte Gold dafür ausgeben müsst. Ihr seht, der Goblin wird sofort ersetzt. Ist komplett irrelevant. Was wir jetzt unbedingt brauchen, sind immer die Vargs. Wir sind schon Woche 2, Tag 2. Das heißt, wir haben noch 5 Runden, um die Vargs zu bekommen. Die werden aber, und das ist das Problem, in 4 Runden nur gebaut. Ja, und damit könnt ihr euch schon ausrechnen, dass es unmöglich ist, da ich 2 Runden brauche, um einen Lodge zu bauen. Das heißt, wir müssen schauen, ob wir das jetzt irgendwie anders geregelt bekommen. Der Schläger wird uns natürlich deutlich dabei weiterhelfen. Wichtig ist bei Naturseite auch, dass ihr eine recht gute Restack-Armee bekommt. Also diese, ja, gespawnte Armee jetzt Mitte der Woche. Wie ihr sehen könnt, der Omni hat Fake News verbreitet. Ihr kriegt das Stack gleichzeitig mit dem Auftauchen dieser gestohlenen Seite, dieses Gebäudes, was wohl eine Neulinge gerade extrem üble Mechanik ist, weil dieses Gebäude kann so genickbrechend sein und gerade auf unmöglich, ihr seht es ja, dieses Stack da hinten ist nicht zu beachten. Gute ist, wir können jetzt Zwinger erforschen, was essentiell natürlich für uns ist. Ich habe ja die ganze Zeit nur weiter geforscht, komplett irrelevant. Wir haben jetzt Zwinger zu erforschen, dauert 47 Runden. Ja, weil ich momentan auf Meisterschaft gehe, also Kenntnis, die braucht ihr natürlich auch unbedingt. Weil ihr müsst ja auf 10 Meisterschaft kommen, um wieder die bessere Radius von eurer Domäne zu haben. Dann können wir die Vargs auch so schon bauen. Ihr seht aber, ich mache trotzdem jetzt die Lodge dahin, einfach weil wir die Vargs brauchen. Auch wenn wir jetzt erstmal gegen das Deck nicht so viel tun machen können oder ohne Vargs dagegen vorgehen müssen, da werde ich trotzdem natürlich schon mal möglichst schnell an die Vargs kommen wollen. Auch wenn unser Turm sich jetzt bald, wir haben ja 8, glaube ich, Meisterschaft und müssen ja auf 10 kommen, auch wieder vergrößern wird. Aber natürlich ist auch das ein großer Tipp. Wenn ihr auf unmöglich spielt, müsst die Meisterschaft so hart pushen. Also es ist manchmal nicht möglich, weil wir den Zwinger ja auch haben wollen. Aber ihr müsstet eigentlich relativ schnell auf 40 Meisterschaft kommen, weil die KI relativ schnell aggressiv wird. Und wenn ihr die nicht besiegen könnt, dann ist das Spiel vorbei. Und die hat nachher oder relativ schnell auch Stacks mit 7 Einheiten. Und die müsst ihr überwinden können. Ja, und das gespawnte Stack macht immer den gleichen Move. Also egal, wie oft ihr das Spiel spielt, ist immer dasselbe. Es läuft auf euren Turm zu und will ihn zerstören. Das heißt, diese 4 Runden habt ihr Zeit. Wenn ihr das dann nicht besiegt habt, ist das Spiel vorbei. Sobald euer Turm kaputt ist, ist das Spiel vorbei. Das solltet ihr wahrscheinlich kennen. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Und jetzt heißt es, wir haben jetzt 4 Runden Zeit. Wir können die Vargs aber nicht bis dahin bauen. Ihr seht, 4 Runden dauern die auch. Das heißt, bis dahin wäre das Spiel verloren. Wir müssen also jetzt mit dem, was wir haben, klarkommen. Jetzt bin ich hier am Hin- und Herschaffen. Überlege, ob ich den Heiler mitnehmen soll, ob sich Heilung überhaupt lohnt, ob ich den Wolf denn verlieren soll und so weiter und so fort. Werden wir Wölfe wahrscheinlich opfern müssen, denn das ist halt ein hartes Stack. Und ich sage euch nochmal,
Versucht es so gut ihr könnt, auch als Auto-Resolve zu nehmen. Egal, was für ein Ergebnis ihr habt. Ja gut, der Schläger wäre bitter oder die Elfe zu verlieren. Aber ansonsten so Wolf und Goblins einfach wegschmeißen. Ich weiß, die Wölfe haben auch Anhänger. Bei dem Freestack ist das ja immer so. Trotzdem, ja, es ist halt nicht viel drin. Ihr seht jetzt, ich verkaufe ganz viel Gegenstände, um endlich die Werkstatt zu bauen. Das hätte ich viel früher machen sollen. Ich muss mich jetzt hier bitteren Herzens dann noch von so einer guten Glyphe trennen, damit ich endlich diese blöde Werkstatt auf den Weg kriege. Denn die gibt uns halt Geld, was wir schon lange hätten brauchen können. Ich tanze dann um das Deck ein bisschen herum und versuche immer mal hinzugehen, mal zu gucken, was für Ergebnisse kommen. Es ist zum Glück so, dass wir es geschafft haben, diesen Breaking Point zu überleben. Das kann ich jetzt schon sagen, denn unser Deck ist stark genug, das werdet ihr jetzt sehen, einen entscheidenden Sieg zu machen. Wir werden einen Wolf verlieren. Ich habe es einmal versucht, selber zu kämpfen. Nope. Das war nicht so. Und da seid auch nicht traurig. Ladet neu mal, um es zu probieren. Ich habe versucht, besser zu kämpfen als das Ergebnis. Ne, mir sind beide Wölfe gestorben, ja. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann nehme ich mir das Auto-Resolve. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Mechanik über Age of Wonders 4 gibt es ja leider nicht. Das Ganze ist jetzt natürlich noch nicht vorbei, aber gehen wir erstmal auf was Positives ein. Unser Turm ist gewachsen. Das heißt, jetzt können wir unsere Lodge nachher umsetzen. Das ist ein großer Vorteil. Wir haben ja jetzt trotzdem noch eine recht schlagkräftige Armee. Können noch einen Lehrling nehmen und so weiter und so fort. Leider noch keine Armeegröße, deswegen meine ich halt, dass vor allem 25 Meisterschaft sehr wichtig ist. Und die nächste Akademie-Serie ist am Arsch der Welt. Naja, egal. Wir gehen weiter erforschen um. Wir müssen die Städte auch entdecken. Das ist einfach auch wichtig, damit wir unsere Kultisten nachher weiter anwenden können, um mehr Auswahl dazu haben und natürlich am besten auch irgendwie neue Einheiten, neue Gebäude zu haben. Wobei was von Alluvien, und deswegen mache ich den Alluvien-Start auch nicht so, das Gebäude ziemlich kackiges ist. Also außer für den Alchemisten, wenn man dauerhaft alchemistische Ingredienzien braucht, dann ist es noch wichtig. Dann befreien wir jetzt endlich auch mal den Alpha-Knoten. Wir haben ja jetzt die erste Gefahr gebannt, das heißt unser Breaking Point ist durch. Aber da kommt ja gleich noch mehr zu. Der Tower, den wir da übrig gelassen haben, hat nämlich noch den schwersten Kampf, den man am Anfang haben kann. Und ich glaube, den werden wir auch im ganzen Spiel haben können, wenn wir Pech haben. Ja, wir kriegen mal einen heldenhaften Sieg. Ihr merkt, der Schläger haut jetzt schon rein. Wir haben noch nicht mal die Wagreiter. Das heißt, wir sind jetzt schon auf einem super Weg, eigentlich das Start des Spiels oder den Start des Spiels schon durchzukriegen. Das heißt, wenn ihr da diesen Moment erwischt, wo ihr fast alle Kämpfe mit einem Power-Stack halt auto-resolven könnt, mit heldenhaften Siegen, wo ihr keine Verluste kriegen könnt, dann seid ihr eigentlich schon sehr, sehr weit gekommen, auch auf unmöglich. Denn dann könnt ihr auch relativ gut überlegen. Der nächste Breaking Point ist dann, sobald die erste KI, und das ist dieser blöde Harkon mit seinen untoten Einheiten, aggressiv wird oder der Dämonenkerl. Die werden sehr schnell aggressiv und bringen dann massive Stacks. Ausgewogen kann man nicht vergleichen mit unmöglich. Die können einen wirklich komplett überrennen, greifen einen auch permanent an. Was sehr, sehr hart ist. Ja, verschmelzen uns jetzt natürlich. Ihr kennt das ja mit dem Knoten ganz wichtig. Macht das früh. Versucht möglichst auch viele zu haben. Ich brauche natürlich jetzt so 3 Wochen. Das ist aber bei unmöglich relativ normal, weil man halt einfach die Kraft nicht verschwenden kann, wenn man nicht gerade die Wags früher hat. Und das war jetzt bei mir schon sehr spät. Bei weitem kein optimaler Start. Wenn das nachspielt, wisst ihr Bescheid, wie ihr es dann machen sollt. So, und jetzt geht's an den Turm. Daneben steckt die nächste Armee gespawnt. Deswegen müsst ihr diesen Turm irgendwann vernichten. Ihr müsst auch, um den Fortschritt zu bekommen, den wir für den Zwinger brauchen, diesen Turm vernichten. Da seht ihr aber, was kommt da für eine Armee? Ja, eine Medusa. Und eine Medusa ist verdammt hart. Und das ist auch jetzt der erste Kampf, den wir kämpfen werden. Es wird wohl einer der schwersten sein, weil wir einfach eine T3-Einheit haben. Und ihr seht schon, was ich direkt mache. Als Dämonologe hat euer erster Lehrling immer die Fähigkeit, Dämonen zu beschwören. Den nutze ich hier ganz offensiv als Bait. Ihr seht's. Wird auch schön betäubt. Perfekt. Wird auch angegriffen. So wie ich das eigentlich haben will. Ich habe den Kampf übrigens ein bisschen beschleunigt, damit das Ganze nicht zu lange dauert, weil wir ja auch noch irgendwo Zeit für was anderes haben wollen. Ja, dann müsst ihr natürlich ausmanövrieren. Ihr werdet hier, also ich werde und jeder andere, glaube ich, wird hier auch immer eine Einheit verlieren. Versucht jetzt möglichst irgendwie, ja, wie soll man sagen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Haut überall Schaden drauf und versucht natürlich einzelne Einheiten rauszunehmen. Ich habe den zweiten Eschonen, den wir ja beschworen haben, direkt neben dem Bogenschützen gemacht. Könnt euch denken, warum? Damit der Bogenschütze nicht mehr schießen kann und damit wir den schon ein bisschen ausschalten. Die Medusa ist natürlich das absolute Problem. Also da gibt es wirklich auch wieder viele Spiele, die daran scheitern, dass man diesen Kampf gewinnen kann. Ihr seht, der Wolf ist einfach komplett vernichtet. Sonst klappt die Strategie super. Unser Eschener holt halt extrem viel Damage raus. Der Schläger ist halt brutal mit seinem Schaden. Und dadurch können wir ja relativ knapp, aber relativ gut auch gewinnen. Ihr seht auch, die Elfe kriegt ihr auch nur, wenn ihr Naturseiten gewählt habt. Macht massiv viel Schaden gegen die Medusa. Deswegen habt ihr die Kombination zwischen Schläger, weil die halt in der Nebelküste gespawnt sind, und der Elfe, die ihr von den Naturseiten kriegt. Und dann die Beschwörung natürlich, das kennen wir auch bei Age of Wonders, ist natürlich immer super geil, weil man damit einfach so einen riesen Vorteil kriegen kann. Ihr blutet zwar die ganze Zeit, aber wen interessiert es? Und damit haben wir den Kampf tatsächlich gewonnen, obwohl das Spiel gesagt hätte, nope, du wirst das nicht gewinnen.
Den Wolf haben wir verloren, ja, wie angekündigt, das war abzusehen. Und damit hätten wir das geschafft. Dadurch können wir jetzt unseren Turm zum Fliegen bringen, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Aber auch das ist eigentlich viel früher zu kriegen, sollte man immer, also so schnell wie möglich kriegen. Weil wir wollen jetzt zur Erweiterung für die Gebäude kommen, falls ihr euch erinnert. Und die brauchen wir, um unsere Strategie so richtig abfahren zu lassen. Ja, aber wenn die Schlauen unter euch wissen dann schon, dass wir da ein Problem mit haben, da kommen wir gleich zu. Ja, unsere ersten Wagen sind fertig. Ja, und jetzt kann das Spiel eigentlich richtig losgehen. Wir können hier schon die ersten Errungenschaften auch rausholen, aber halt noch nicht die Erweiterung für die Gebäude. Warum? Guckt euch an. Wenn ihr seht, heuert zwei Arbeiter an. Tja, und Orgasch hat nur per Zufall Sklavenarbeiter. Und sonst halt irgendwelche random Einheiten, so wie gute Einheiten tatsächlich, aber halt immer als Sklaven, aber keine Arbeiter. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen Panikmodus. Moment mal, ich brauche diese blöden Arbeiter, um hier weiterzukommen. Muss also jetzt so eine Nebenstrategie anfangen, dass ich nach Norden ziehen will mit einer Armee. Das heißt, ich versuche die jetzt so ein bisschen zu sortieren, die Armeen, dass wir hier mit dem Power Stack einfach grinden, damit wir richtig viel Erfahrung sammeln können, stark genug werden, um die ganze Geschichte zu überwinden, vor allem diese ganzen, ihr seht ja, Ork-Armeen da wegzuklatschen. Endlich auch unseren Kultisten da einzubauen. Und im Norden werden wir dann gucken, dass wir da Arbeiter bekommen, Ruf bekommen und einfach ein bisschen erkunden. Vor allem Siebenburg, das ist ja die Hauptstadt zu erreichen, um dann die Hüter irgendwann zu bekommen, so als Nebenstrategie. Was ja auch nicht schlecht sein kann. Denn die Verwüster sind halt immer noch ein bisschen weit weg, wenn ihr mal den Ruf der Stadt seht. Und da müssen wir halt schauen, dass wir da irgendwann hinkommen. Dann habt ihr gesehen, der Kultist versucht gerade, sich reinzuwanzen in die Stadt. Klappt nicht. Aber dafür haben wir ein cooles Event, und zwar dieses hier. Da müssen wir so schwache Wachen besiegen. Können wir auch auto-resolven. Super. Wir sind also wirklich auf einem sehr guten Weg und bekommen jetzt auch noch einen Speerschleuderer. Der okay ist, also auch ganz gut. Alle Ork-Einheiten sind eigentlich super, weil sie einfach schon mehr HP haben. Und deswegen einfach absolute Powerhouses sind. Und ja, das gibt uns natürlich einen riesen Vorteil, dass wir die jetzt auch noch bekommen haben. Deswegen nochmal der Start. Der wird als brutal angegeben, ist aber in meinen Augen halt viel besser, weil die Einheiten, die wir bekommen, sind halt auch brutal. Und das macht eigentlich wieder wett, wenn ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, und jetzt muss ich hier die ganzen Armeen clearen, wie gesagt, weil unser Kultist wird jetzt gleich schon wieder angegriffen. Das können wir ja jetzt schon prophezeien. Und werde jetzt mit der anderen Armee, ihr seht oben schon unseren Lehrling, Richtung Norden gehen. Ja, und erstmal hier diese plündernden Viecher besiegen, die wir zum Glück recht leicht besiegen können. Könnt ihr noch mal einen kurzen Ausschnitt sehen. Ich bin im Dämonenland angekommen, also ich mache keine Fake News. Wenn ich euch sage, das ist eine super Strategie, nutze ich diese Strategie auch konstant. Ihr seht, was für Materialien wir rausbekommen. Die ist super cool. Problem oder einzig Problem dabei ist natürlich, der Fokus dieser Materialien liegt vor allen Dingen auf Tod und das sind auch, ich glaube, Astral. Das heißt natürlich, die Sachen, die wir nachher brauchen, Leben und Materium, werden halt nicht in der Menge kommen, die wir brauchen. Unser Kultist sollte jetzt endlich nach Orgasch kommen. Orgasch hat nämlich auch einen super coolen Kult. Den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Dieser Kult ist nämlich so geil, dass ihr einfach keinen Unterhalt bezahlen müsst, wenn ihr diesen Dämon in eine Einheit reinklatscht. Also was diesen Start halt nochmal besser macht, weil ihr die Anhängerfähigkeit bekommt. Eine von den Fähigkeiten des Zwingers, nämlich auch Anhänger für alle Biester zu bekommen, also Beste zu bekommen. Aber wenn ihr den Kult jetzt, da wir das vielleicht nicht bekommen werden, weil es zu teuer von Materialien ist, den Kult erstmal habt, könnt ihr einfach schon alle Wargs auch umsonst machen. Was natürlich komplett imbar ist. Damit könnt ihr halt so eine geile Strategie fahren, auch wenn ihr die Verwüster nachher, die ja 3 Gold pro Runde kosten, einfach kostenlos unterhalten könnt. Plus all den Buffs. Das ist genau das, worauf wir hinaus wollen. Und das ist genau das, was wir diesem Start zeigen wollen. Ansonsten merkt ihr auch jetzt, wenn ihr mal schaut, unsere Hauptarmee kommt langsam richtig schön in den Snowball-Effekt. Den brauchen wir auch so dringend. Das heißt, unsere Armee kann einfach hier überall durchwalzen und heldenhafte Siege rausholen. Genau das, was wir brauchen, weil dadurch werden sie, kriegen sie ein Level. Dadurch werden sie nochmal stärker und dadurch können wir sie noch mehr pushen. Wir wollen, um die Kultisten-Ausbildung auch zu machen, wollen wir unsere Leute mit Dämonen ausstatten. Das heißt, jetzt fangen wir auch an, unsere Geier zu verteilen. Denn die brauchen wir jetzt, wie ich eben erwähnt habe, Geld zu scheffeln und eben um unsere Seiten voranzubringen und nachher Kultisten selber ausbilden zu können, um die zu den anderen Städten zu bringen. So, da haben wir den besagten Kult. 20 Ruf gibt das ja auch immer, ist ganz nett. Natürlich haben wir den Nachteil, dass wir niemals am Anfang irgendwas abernten können, deswegen wir weniger Materialien haben. Das spürt man als dämonologisch, finde ich, schon sehr krass, auch auf unmöglich. Da ist natürlich so ein Alchemist oder sowas oder so ein Zauberschmied durchaus besser. Jetzt können wir eigentlich unseren Zwinger bauen, aber also von daher ist es eine super Errungenschaft. Der dauert ein paar Runden, der gibt am Anfang auch nicht den besondersten Effekt. Gibt ganz coole Einheiten, die man beschwören kann, aber jetzt nichts, was irgendwie, keine Ahnung, die Welt retten kann. Jetzt bauen wir unseren ersten Feinschmecker, wir bauen noch ein paar Geier und Touristen mit unserer neuen, mit unserem neuen Kult, der halt frei ist, abgegibt, mehr Schaden und so weiter und so fort. Also wir hauen da jetzt richtig raus, damit wir unsere Wargs halt kostenlos erhalten können und hoffentlich unsere finanzielle Zukunft sichern können, was aber leichter gesagt als getan ist. Theoretisch gesehen sieht unsere Position aber super aus. Unser Power Stack, also unser Hauptstack,
läuft hier durch die Gegend und ich muss nichts kämpfen. Das ist einfach genau das, wo wir hinwollen, weswegen wir halt diese starken Tier-2-Einheiten von den Orks brauchen, um genau das zu ermöglichen. Und je mehr ich da einfach, wie ihr sehen könnt, hier umhaue, desto mehr Level bekommen wir und so mehr kommt dieser Schneeball ins Laufen. Und nochmal, das wirkt jetzt dann sehr einfach, ist aber natürlich auch viel Taktieren dabei und wir müssen dran denken, wenn wir wirklich ins Midgame kommen, was ich jetzt nur teilweise noch zeigen werde, dann müssen wir halt mit der KI ankommen. Und die KI, das werde ich euch einmal im späteren Kampf zeigen, ist verdammt hart. Also da müsst ihr euch drauf vorbereiten, gnadenlos hart und hat keinerlei Ressourcenbedürfnisse. Das heißt, ihr müsst gut vorbereitet sein und deswegen muss man auch relativ schnell alles pushen, was natürlich auch sehr viel Spaß macht, aber halt auch ein gewisses Kalkül benötigt und auch ein bisschen Geduld, um da reinzukommen, zu verstehen, was ist eine gute Strategie, wo kommen wir lang. Und das hoffe ich hier ein bisschen demonstrieren zu können. Wir haben jetzt auch unsere Geier, falls ihr es gerade gesehen habt, auch mal auf Level 2 aufgewertet, können jetzt dieses Troll-Event, falls ihr das Spiel schon gespielt habt, wählen. Ich entscheide mich jetzt, ja komm, nehmen wir die Trolle an, mehr Einheiten sind gut. So richtig die Dynamik habe ich noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass die Stampfen halt kommen und jetzt kommen immer mehr Trolle zu uns. Und dann gibt es verschiedene anscheinend Optionen, wie die Trolle kommen. Ich glaube, hier sind, ich hatte beim letzten Mal so, dass sie alle sich sammeln und mir helfen, was ganz cool war. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Währenddessen seht ihr, wir sind oben tatsächlich jetzt bei Siebenburg angekommen mit unserem Wisp erstmal, sondern nicht mit allen. Wir nehmen also erstmal nur die Geschichten an. Wichtiger ist, dass uns ein Held oder ein Lehrling hoch dahin kommt, damit wir die Tavernen, die direkt um Siebenburg immer zu finden sind, auch da eine Empfehlung, immer diese Tavernen mitnehmen, dann einnehmen können und dadurch dann Ruf generieren können. Dann haben wir unsere ersten Widersache gefunden, das ist die Mentalistin, die ist super angenehm. Also wenn ihr die am Anfang findet, kein Problem. Links sehen wir schon die nächsten Grenzen jetzt gerade, während sich unser Zwerg hier, unser Haldur, nach oben bewegt. Und wir haben nochmal Ruf bei Orgasch bekommen, sind trotzdem noch nicht beim Verehrtruf. Den müssen wir eigentlich noch erreichen, um in meinen Augen zu sagen, jetzt sind wir vorbereitet für Mid- und Late-Game. Das wird sich auch noch ein bisschen ziehen, ist aber nicht ganz so wichtig. An sich haben wir ja unsere Stolpersteine weg, wir müssen jetzt unsere finanzielle Lage sichern und gucken, was für Gegner uns noch begegnen. Also wie gesagt, die Mentalistin ist extrem nett. Wenn ihr da immer nach dem Maul redet, dann kriegt er die eigentlich kaum verstimmt. Die manipuliert halt den Geist und so weiter, also schleimt sich so ein bisschen ein. Das müsst ihr bei der auch machen. Das erfreut die dann. Dann habt ihr die eigentlich immer passiv auch auf unmöglich. Schwierig, die feindselig zu bekommen. Falls jemand das nicht weiß, feindselig heißt so viel wie eine gewisse Stufe von Ruf. Verliert ihr jedes Mal, wenn ihr euren Turm upgradet, wenn gewisse Zeit vergangen ist, ein paar Wochen vergangen sind, verliert ihr Ruf. Das ist bei unmöglich sehr viel mehr als bei Ausgang oder Doppelte, also 10 statt 5. Und dann passiert es automatisch, dass gerade die aggressiveren KI-Gegner, das sind Hakan der Nervige und dieser Dämonentyp, ich glaube Redam der Rote oder so, sind extrem aggressiv und werden eigentlich immer aggressiv werden. Und bleibt jetzt abzuwarten, wie weit man da kommt. Sonst machen wir ein bisschen Progression hier bei unseren Grimoire-Seiten. Wir haben diesen Stein gefunden, bringt uns erstmal gar nichts, weil wir Adamantium brauchen. Ich kann euch jetzt schon spoilern, da werde ich nicht drauf gehen großartig. Diese Kammer ist cool, die man bauen kann. Kann meine Domänenreichweite erhöhen und Bewegung des Turms ist aber nicht ganz so wichtig. Eher die Entwicklung und Erweiterung der Gebäude brauchen wir. Wenn wir da eine militärische Überlegenheit haben, können wir alles andere auch erreichen natürlich. Ne? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, nach 5 Wochen haben wir es dann geschafft, unseren ersten Arbeiter zu holen. Extrem langsam, also das ist wirklich nicht sehr gut als Start. Eigentlich sollte ich schon lange Turmentwicklungen haben, Gebäudeentwicklungen, weil die machen uns extrem stark. Wir haben Glück, wie gesagt, dass wir die Mentalisten haben und die KI-Gegner nicht so nah sind. Also es gibt wesentlich nähere Orte, da habt ihr ja dann keine Chance, wenn ihr da nicht schnell genug seid. Da haben wir einen recht guten Start erwischt, von daher passt das. Wir machen sonst die Quests halt für die Orkstadt, aber auch die sind sehr nervig, manchmal auch ein bisschen unverständlich. Gut, ich lese ehrlich gesagt auch die Texte nicht mehr ganz so ausgiebig, von daher kann das meine Schuld sein. Naja, wenn ich hier so hinbrabbel, seht ihr, wir haben es geschafft, bei Siebenburg unser Lager zu errichten. Das heißt, wir können jetzt über 2 Tavernen Ruf generieren. Sollten wir also endlich diese Arbeiter bekommen. Ihr seht aber auch, wir sind bald schon in der 6. Woche. Ist natürlich okay, aber nicht das Tollste, was man machen kann. Der Zwerg versucht sich oben noch nützlich zu machen. Auch ganz wichtig jetzt ein Tipp oder als Hinweis beim Start. Ihr müsst natürlich viel euch ausbreiten. Deswegen sind die Wargreiter halt auch so gut. Die sind erstmal sauschnell. Wir können also sauschnell verstärken. Die sind stark, gerade auch im Auto-Resolve, aber auch im Kampf selber, wenn man kämpft. Und dadurch könnt ihr halt 2 Armeen, wenn ihr das halt irgendwie schafft, die Unterhaltskosten zu minimieren, wie ich es jetzt auch ein bisschen geschafft habe, könnt ihr 2 Armeen super ausstatten und damit sehr viel Fortschritt machen. Und jetzt erst nach 5 Wochen und 5 Tagen kriegen wir das große Allfeuer. Das ist genau im Untotengebiet. Ist nicht die idealste Position, das geht auch. Man kann den Turm am Rand des Untotengebiets stellen. Das Untotengebiet selber, wenn man nicht gut vorbereitet ist und einen Powerstack hat, wie wir das jetzt haben, dann kann man große, große Probleme damit bekommen. Von daher muss man da schon geeignet sein oder muss man bereit sein, nachher auch mit den dickeren Einheiten, die aber erst um, sagen wir, Woche 10, glaube ich, so kommen, auch klarzukommen. Weil die Tier-3-Stacks von Untoten können sehr lästig sein ohne heilige Waffen.
Um unsere Loge oben zu verteidigen, muss unser zweites Deck auch konstant kämpfen. Oft finde ich die Ergebnisse ein bisschen seltsam. Ihr müsst aber aufpassen, diese Wächtergeister, das sind die grünen Irrlichter, sind tatsächlich sehr stark, weil jedes Mal, wenn ein Biest stirbt und die laufen halt immer nur mit Biestern rum, dann kriegen die auch nochmal einen Buff dazu. Kann man mit Natur übrigens auch beschwören, wenn ich mich nicht irre. Gehe ich jetzt nicht drauf, aber da kann man theoretisch auch noch so eine Synergie machen, wo dieses Wächterding halt immer stärker wird. Allerdings das Problem, eure Einheiten müssen halt dafür sterben. Deswegen jetzt nicht das Optimalste, sage ich mal. Wir wollen natürlich unseren Kult weiter spreaden, also weiter rausgeben. Also wollen wir nach Alluvien und Siebenburgen am besten natürlich Kultisten hochkriegen. Da die ganze Situation ziemlich verseucht ist drumherum, läuft es aber nicht ganz so gut, wie man will. Ich werde jetzt auch schon mal oben so ein Wisp abstellen, um die nächste Akademie zu erreichen, die ja da am Arsch der Welt ist. Und wenn wir dann den nächsten Turm-Upgrade haben, das wohl erst ab Meisterschaft 40 ist, glaube ich, 50, dann werden wir tatsächlich auch da einen neuen Lehrling holen können. Jetzt können wir endlich, nach ja 6 Wochen und 3 Tagen, endlich einen Fortschritt machen. Ja, noch immer nicht fertig, denn wir müssen jetzt noch ein Gebäude bauen. Das 5. verschiedene Gebäude. Wir haben erst 4 und das können wir halt auch nicht erreichen. Also wir hätten noch irgendwo anders einen Ruf hoch gehabt oder durch eine Zauberseite was bekommen. Und dann brauchen wir noch eine Baustelle in unserem Gebiet. Und eine Baustelle ist auch unten am, ja, an unserer Startposition zu finden zwar. Aber ist natürlich relativ, da seht ihr das, relativ lästig, da jetzt noch extra hinzulaufen, wieder eine Loge zu bauen für eigentlich keine Ressourcen drumherum. Dann denkt dran, wir müssen ja gucken, dass wir auch möglichst viele Ressourcen mit so einem mit so einer Loge umspannen. Auch dafür brauchen wir auch unseren dritten Lehrling, um halt mehr, hoffentlich mehr Geld einnehmen zu können, um diese finanzielle Situation, die ihr oben seht, zu regeln. Aber ihr seht, die Geier sind jetzt schon auf Level 3 bei unserem Schläger und unserem Wagreiter. Das heißt, wir machen pro Kampf 6 Mana und 6 Gold, was natürlich super cool ist und uns hier wirklich, wirklich krass über Wasser hält. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber der Geier des Zeitalters oder der neuen Zeitalters, wie es heißt, ist wirklich eine sehr coole Sache. Natürlich sinnvoll, jetzt auch Richtung großes Allfeuer zu gehen. Denkt dran, jedes Allfeuer, was ihr benutzen könnt, könnt ihr dann verteilen in eurem Allfeuerfluss, um dann eben verschiedene Vorteile zu kriegen. Wer übrigens intelligent ist, sieht, dass dieses Geheimnis der Former, wo man ja neue Zauberseiten bekommen kann, Mitte dem Berg liegt. Und wer noch intelligenter ist, sieht unten die verlorene Zauberseite, die ihr da mal ganz kurz habt schimmern sehen, im Wasser. Das Problem ist, diese verlorene Zauberseite unten im Wasser gibt uns die Zauberseite, wo Fliegen drauf ist. Ja, und das Problem dabei weiter ist, wir können da nicht hin ohne Fliegen. Da unten seht ihr sie. Und wenn wir da nicht hinkommen, werden wir die auch nicht bekommen. Ich kann euch also auch schon mal sagen, die werden wir nicht in irgendeiner Weise da irgendwie rausmanifestieren können, denn wir brauchen irgendwas, was über Wasser gehen kann. Ich müsste jetzt eigentlich eine Armee damit so Jelly-Crittern erfinden und mir hier diese eigentlich dieses Ding nicht abernten, sondern als Fliegen benutzen. Aber dann könnte ich auch im Wasser feststecken und das wäre auch nicht unbedingt schön. Ja, und weiterhin versuchen wir da oben diese ganzen Biester auszurotten, um irgendwie Frucht zu kriegen. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil unser Stack konstant natürlich verletzt ist. Deswegen immer den Zauber Linderung nutzen. Der gibt an der nächsten Runde einen deutlichen Regenerationsschub, sodass eure Einheiten ja, nach 1-2 Runden, wenn ihr Glück habt, wieder komplett kampffähig sind. Und das ist schon nötig, um da auch irgendwo diesen Fruchtschritt beizubehalten. Man merkt, wie sehr man im Autopiloten ist, wenn man das Spiel spielt. Ne, bei 25 Meisterschaft können wir unseren dritten Lehrling holen. Das haben wir jetzt erreicht. Ihr seht, ich habe die Basis auch so aufgestellt, dass ich möglichst alle Ressourcen noch bekommen kann, wenn ich mir jetzt gleich das Allfeuer und diese Krypta oder diesen Schrein da oben freischalte. Ja, und diese unzugängliche Seite des Formers halt auch. Komme ich aber erstmal einfach nicht hin. Ehrlich gesagt auch nicht so wirklich eine Lösung dafür gefunden. Weil ihr müsst dann natürlich gucken, dass ihr da eine Armee habt, die auch schlagkräftig genug ist. Empfehlung ist sonst diese, also als Naturseiten, Magier zumindest, diese Vögel da zu bauen. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, weil ich sie so selten baue. Aber die sind okay, sind nicht gut, aber die können vielleicht ein Auto-Resolve durchbringen oder euch irgendwie generell so ein bisschen helfen, so einen Kampf leicht zu schießen, um dann an die Seiten zu kommen. Anders ist momentan keine Möglichkeit da. Das hat das Spiel manchmal. Das kann einen ziemlich das Genick brechen, gerade als Anfänger, wenn man dann keine Ahnung hat, was man machen kann. Aber auch jetzt für mich als Wiederkehrer war das jetzt auch nicht unbedingt leicht, dass ich einfach diese Sache nicht bekommen kann. Wir klären jetzt den Allfeuerknoten endlich. Damit haben wir natürlich einen ordentlichen, ordentlichen Gewinn gemacht. Ich gucke gerade beeindruckt drauf, wie viele T3-Einheiten dabei sind. Und trotzdem haben wir es noch, ohne dass ich selber kämpfen muss, geschafft. Das ist ganz nett, weil die Kämpfe ziehen sich natürlich auch mal lange. Und solange man es noch ohne Verlust kriegt, dann ist das okay. Wie ich sagte, ich hätte da auch neu geladen, wenn ich merke, okay, der sagt jetzt, ich verliere was. Dann hätte das tatsächlich neu versucht. Da bin ich mir tatsächlich nicht mit meiner Lebenszeit zu schade für, das einfach vorher zu probieren, ob es denn nicht einfach ohne, dass ich es kämpfe, klappe. Denn wir werden ja generell, wenn wir nachher gegen die KI kämpfen, noch sehr, 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 sehr viele Kämpfe kämpfen müssen.
Aber das werde ich wahrscheinlich dann nicht in diesem Video bzw. dieser Reihe machen. Ich will ja jetzt vor allem nur mal den Start zeigen. Und da müssen wir eigentlich nur zur Erweiterung der Gebäude kommen. Dann ist für mich so ein Moment erreicht, wo ich nochmal kurz die Konfrontation mit der KI zeige. Und dann sind wir auch schon ja, lang genug dabei. Und dann denke ich mal, habt ihr einen guten Eindruck, worauf man achten kann und achten muss. Als dritten Helden nehmen wir wieder den Hildur, einfach weil er wieder Beschützer hat. 50 HP mehr, ich habe es ja schon mal gesagt, sind einfach zu essentiell. Jetzt haben wir noch eine dritte Loge zur Verfügung, kann man nicht unterschätzen. Sonst ist der erstmal komplett nutzlos, weil ich kein drittes Deck unterhalten kann. Aber ich kann ihn halt dazu nutzen, nochmal irgendwo eine Loge hinzubauen, um möglichst viele Ressourcen zu bekommen. Ihr seht dann die Wirkung dieses tollen Kults, den wir durch die Orkschaft bekommen im Einsatz. Unsere Wargs sind jetzt nichts mehr, kosten jetzt nichts mehr und damit sind wir auch tatsächlich wieder Break-Even. Also sind wir auf 0 plus pro Runde. Und werden natürlich hoffentlich das noch ein bisschen erhöhen, indem wir die Truppenquartiere jetzt gleich fertig haben und so weiter. Aber wir brauchen jetzt nochmal neue Wargs, die man vielleicht auch erkennen kann. Und die kosten wiederum 2 pro Runde. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die genau baue. Ich glaube einfach, um Nachschub zu haben und dann noch so ein bisschen vielleicht auch die dritte Armee anzusteuern. Eigentlich braucht man immer die Verwüste, aber auch der Ruf mit dieser Stadt, mit dieser Orkstadt, stellt sich als schwierig heraus. Den letzten Quest, den wir haben, der ist nur noch hinten bei Bastion, wenn man das sagt, im Nordwestenmeer. Und da ist schon die andere KI. Auch eine von den netteren KI-Gegnern, das ist so ein Spiritualist oder so ein ätherisches Wesen. Ja, das ist ein Problem. Dann haben wir jetzt Illuvien auch schon mal geschafft und damit haben wir auch einen nächsten Punkt für unsere Dämonologie-Seite fertig. Dann können wir die Verschmelzungskammer bauen. Kurz danach folgt dann tatsächlich der nächste Kult in Siebenburg, was uns natürlich auch wieder einen neuen Kult gibt, um neue Möglichkeiten zu haben. Der ist nicht so teuer, gibt ein bisschen Willenskraft, ein bisschen Schutz gegen Tod und weißen Schaden. Ist nicht so essentiell wie der bei der Orkstadt. Wir haben jetzt die Baustelle auch endlich bei uns eingebaut, was ganz cool ist. Und unseren Helden kriegen wir jetzt endlich. Ich habe ein paar abgelehnt. Jetzt kriegen wir diesen Philo. Das ist der Dämonenheld, der sich in Dämonen und Mensch verwandeln kann. Ich habe eine sehr gute Erinnerung an ihn. Wenn ich mal den richtig ausstatte, kann der ein absolutes Killer-Beast werden, was ziemlich cool ist. Aber das werde halt auch später erst im Spielverlauf dann geschehen. Und dann endlich haben wir es geschafft. Wir können endlich unser Gebäude ausbauen mit diesen Slots. Das kennt ja wahrscheinlich auch schon jeder. Jetzt endlich können wir an den Zwinger gehen und die verschiedenen Upgrades angucken. Naturtotum ist ein absolutes Must-Have. 20% Tod und Weißresistenz, immun gegen Gedankenkontrolle, was auch durchaus ärgerlich sein kann. Ja, die Futtergrube wäre auch ganz cool, können wir uns momentan nicht leisten. Ist aber eigentlich mit den Runen, die wir haben, oder so den Dämonen, die wir haben, gar nicht so nötig. Dann lieber halt sowas wie diese anderen Einhegungen machen, wo man halt einen Sturmangriff bekommt, was unsere Wargs aber auch schon haben, aber blutdurstig. Man könnte zum Beispiel auf Blutungen gehen und dann schon blutdurstig einbauen oder die immun gegen Feuer machen. Beides eigentlich coole Optionen. Von den Einheiten her, die man bekommen, wäre diese Eisenschnabel, so heißt der Vogel, ganz cool, um eben hoffentlich mal unsere Zauberseiten zu bekommen und dann wirklich sagen zu können, wir haben das Ganze hier soweit geschafft. Wie ihr sehen konntet, das Naturtopen könnten wir direkt anbauen. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Und jetzt, oh, Überraschung, ja, wir haben tatsächlich Hokan getroffen. Da habe ich nicht viel zu gesagt oder auch gar nicht mehr so dran gedacht, weil irgendwann kam eine unbekannte Fraktion plant gegen euch. Ja, und dann hat sich herausgestellt, das ist Hokan. Ja, und Hokan hat direkt ein Lich mitgebracht. Ich habe ja schon mal im Video gesagt, Lich sind extrem ätzend. Das heißt, eigentlich müsste man versuchen, den auszuschalten. In irgendeiner Form, irgendeiner Weise, bevor wir was anderes ausschalten. Das ist aber nicht so einfach, weil natürlich hier, wie ihr seht, von einem ganzen Block an Nahkämpfern und nochmal zwei untoten Magiern begleitet wird. Das ist das Problem, dass der Lich halt aus jeder Leiche, auch wenn die schon untot waren, nochmal Leichen produzieren kann. Also zweimal, wenn man den Fokus nicht upgradet hat. Die komplett krank ist. Also wenn ihr den nicht besorgen könnt, könnt ihr eigentlich jeden Kampf gewinnen. Wenn ihr von 2-3 habt, vielleicht mit 12 Fokus oder so, und die einigermaßen schützen können. Das ist brutal. Das heißt, ich versuche hier gerade irgendwie herauszudröseln, wie ich denn diesen Lich jetzt vielleicht besiegen könnte. Das macht sich natürlich ganz klar bezahlbar, dass wir sowohl im Goblin-Bogenschützen als auch bei unserem Speerschleuderer diesen arkanen Pfeil haben. Super cool, kostet halt Fokus, macht aber natürlich Weißschaden und damit super viel Schaden gegen Untote. In meinen Augen ist es für jedes Spiel, kann ich euch auch nur ans Herz legen, immer nötig auf Weißschaden zu gehen oder zumindest irgendein Repertoire zu haben, wo ihr Weißschaden mit drin habt. Bei Untote werden euch immer nerven und dann seid ihr auf jeden Fall, naja, einigermaßen zumindest darauf vorbereitet. Ihr könnt ja jetzt sehen, dass dieser Kampf ganz okay verläuft, aber der Lich ist halt noch immer am Leben. Ich habe den Kampf auch wieder beschleunigt, damit es nicht zu lang dauert. Ich hoffe, das ist noch gut erkennbar und gut nachvollziehbar. Auf jeden Fall versuchen wir den halt jetzt irgendwie auszuschalten. Ich komme auch nicht dran. Ihr seht, ich kann es nicht schaffen. Deswegen tue ich halt das, was der Lich haben will. Ich töte seine Einheiten. Und jetzt kommt nämlich gleich die schöne Fähigkeit von dem Lich. Wir können uns hier mal anschauen, wie toll das denn aussieht, wenn der jetzt auf einmal von seinen Einheiten dann neues beschützt. Da kommt's. Und jetzt flupp, flupp, flupp. Und auf einmal hat er drei, ich wiederhole, drei neue Einheiten von den gleichen, die er vorher schon hatte, aus den Leichen der gleichen und der Magier geholt.
um nochmal so eine Armee zu holen. Das heißt, wir sitzen jetzt natürlich absolut im Engpass und werden natürlich nicht ohne Verlust hier rauskommen können. Weil sobald der Licht zaubern kann, ist das Spiel einfach nicht vorbei, sondern dann ist das Spiel so schwerer geworden, weil er natürlich einfach die Armee nochmal verdoppeln kann. Ihr habt ja auch gesehen im Auto-Resolve, wenn ihr es gerade noch erkennen konntet, hätten wir auch eindeutig verloren. Von daher war klar, dass wir hier leider auch einen Wag verlieren, musste ich halt akzeptieren. Ich hoffe, dass wir den zweiten noch retten können. Das wäre schon noch eine wichtige Sache. Mana für, also Fokus für unseren Arkan oder Weißpfeil haben wir jetzt nicht mehr. Dementsprechend müssen wir gucken, ob wir uns irgendwie so über Wasser halten. Und ja, wie gesagt, hoffentlich nicht noch einen Wag verlieren. Kann aber leider, leider auch sehr gut passieren. Da eben noch immer drei, und das sind die drei, würde ich jetzt einfach mal behaupten, außer ich glaube, der eine, der gerade gestorben ist, die der Licht einfach mal so spontan herbeigerufen hat. Aber wir konnten die Aggro noch ein bisschen verschieben, das kann schon mal einen guten Vorteil geben. Da habe ich einen kompletten Missklick gehabt und tatsächlich schaffen wir es, ohne dass der zweite Wag noch stirbt, diesen doch recht schweren Kampf zu gewinnen. Und als Belohnung kriegen wir einen Hüter, denn Siebenburg ist jetzt auf der höchsten Moralstufe oder Rufstufe angekommen. Was ganz cool ist. Aber solche Armeen wie gerade, die werden noch viel schlimmer und werden konstant kommen. Ihr werdet niemals ohne diese Kämpfe auskommen können. Ihr werdet, bis ihr das Spiel gewonnen habt, konstant jetzt von Hokan angegriffen werden. Der wird immer mies gelaunter und wird irgendwann offen Krieg gegen euch führen. Und noch mehr von diesen Stacks, noch schlimmere Stacks auf eure Hauptbasis, eure Logen und so weiter und so fort bringen. So oder so werden wir jetzt unsere letzten Dinger noch abhaken, um das Video abzurunden. Ich werde versuchen, den Ruf noch von Orgrasch auf Maximum zu bekommen, um die Plünderer endlich zu bekommen. Die heißen übrigens Plünderer. Dann seht ihr, wie unser Gebiet sich langsam entwickelt hat. Wir haben ein recht potentes Gebiet, im Untotengebiet auch so ein bisschen, einiges an Allfeuer. Ich werde jetzt auch gleich die Eisenschnäbel bauen. Ihr habt gerade oben gesehen oder seht oben, dass ich noch was am Zwinger baue. Das wird genau das sein, damit ich die bauen kann. Hokan ist weiter am Pläne schmieden, das heißt, er schickt einen Sinus-Deck nach dem anderen hier rein. Ja, und jetzt langfristig können wir auch große Dämonen verschmelzen. Auch ganz wichtig für euch, wenn ihr jetzt das Spiel mal so spielen wollt, aufnehmen wollt, müsst ihr natürlich gucken, dass euer Handwerk möglichst voll ausschöpft. Das wäre natürlich jetzt auch eine Sache von Ressourcen. Also ihr müsst, wie ihr seht, rechts ultra viele Ressourcen sammeln. Und zwar mit dem Erkunden, Erkunden, Erkunden. Das läuft auf jeden Fall sehr gut. Ihr könnt also sehen, ich kann eigentlich schon relativ viel gut bauen. Die größten Sachen, wie jetzt Dämonensippe, was wir hier gerade sehen, könnte ich jetzt nicht bauen. Genauso wie ich die Futtergrube, weil mir das Materium fehlt. Alles andere kann ich bauen. Ihr seht, ich nehme jetzt noch die Bergeinhegung, damit wir die Wagreiter, die Plünderer auch mit Sturmangriff, gehärtetes Feuer und Blutdürstig nachher erholen. Ich habe nicht noch einen zweiten Zwinger gebaut. Einfach damit wir wirklich maximal die Bestien buffen können, um das ganze Prinzip, also diese Strategie durchzufahren. Da hole ich jetzt den letzten Ruf. Endlich, ich habe es getan, bin mit dem Zwerg mal rübergelaufen, einfach um das endlich zu bekommen. Das hilft uns jetzt. Und jetzt können wir die Ork-Kaserne holen. Diese Ork-Kaserne dauert auch nochmal 7 Runden. Wenn wir die aber dann gebaut haben und erweitert haben, dann können wir endlich die Plünderer bauen. Wie gesagt, als letztes nehme ich die letzte Einhegung. Das heißt, wir haben maximale Ausbeute an einen, die wir rekrutieren können. T1 und T2. Ein Bestien. Also auch die sind natürlich gebufft. Das heißt, im Notfall könnte die auch immer rekrutieren. Die sind natürlich jetzt nicht mit Anhänger. Dafür haben wir halt unsere Dämonen. Die müssen wir dementsprechend auch benutzen, um da effizient zu sein. Und unser Geld, wie ihr oben seht, nicht ganz zu verlieren. Das liegt aber jetzt auch daran, dass ich diese Eisenschnäbel gerade raushaue, um halt wirklich diese blöden Seiten zu bekommen, noch als letztes, um meine Liste abzuhaken. Habt ihr das gesehen hier? Also seht ihr das gerade? Eisenschnäbel müssen in den Hof fliegen. Haben wir schon mal eine neue Seite bekommen. Geheimnisse Former freigeschaltet. Wunderbar. Das ist dann eins von meinen Sachen, die ich nur abhaken wollte, geschafft. Da musste man auch nicht wirklich kämpfen. Und jetzt gehen wir unten zu der verlorenen Zauberseite über. Währenddessen wird Tarkon weiter plündern. Ich kann das da oben auch nicht mehr retten. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben den Ruf hier bekommen. Ich kam mit dem Zwerg auch nicht mehr pünktlich genug hin. Das heißt, ihr seht auch die Armee übrigens. Das heißt, wir können da nichts gegen machen. Unsere Armee vom Zwerg, glaube ich, würde das auch nicht besiegen können. Es sind schon 3 T3-Einheiten, 2 T2-Einheiten und 2 T1-Einheiten. Und die Untoten sind generell schon sehr stark, wenn man nicht gerade mit Heilig, also Weißschaden, gegen vorgehen kann. Was wir jetzt ja noch nicht so viel haben. Ein bisschen haben wir schon, aber jetzt nicht so, dass wir so eine Armee mit dem Zwerg jetzt in irgendeiner Weise besiegen können. Dafür brauchen wir eigentlich die Plünderer. Und deswegen meine ich nochmal, wir sind jetzt in der 11. Woche. Das ist halt leider zu spät eigentlich. Und dieses zu spät kostet uns jetzt. Gehen wir endlich hier hin. Komischerweise gewinnen die hier heldenhaft den Sieg. Finde ich super. Wahrscheinlich, weil das nur diese Quallen sind. Wirkte größer, als es jetzt war. Und endlich, nach all diesen Jahren gefühlt, nach all diesen Wochen haben wir die Seite, die Grundseite 2, wo man zum Beispiel fliegen lernen kann. Die Teleportation, den Rückruf und so weiter und so fort. Und jetzt können die Vögel entlassen werden. Ich habe dann allerdings einen schönen Bug festgestellt. Wenn ihr die entlasst, werden die noch auf einen Stufenaufstieg haben. Ja, dann werdet ihr diesen Bildschirm kriegen. Und ihr könnt jetzt nicht mehr wegdrücken. Ihr kriegt ja nicht mehr weg. Schickt dich die ganze Zeit dahin. Ich konnte die Runde beenden, aber sonst nichts. Habe ich also nochmal neu geladen, das Ganze getan und dann tatsächlich
die Vögelchen dann auch einfach entlassen und zuerst upgrade. Ja, und dann haben wir die Orcas ja nach 7 weiteren Runden ist durch. Währenddessen bewegt sich Hokan jetzt von oben nach unten natürlich. Er greift uns weiterhin an. Er zieht Beeline dann also sozusagen zu der nächsten Loge. Und wir können den Plündertrupp bauen. Der Plündertrupp ist nicht das Geniale bei den Ork-Kasernen. Das ist nicht der dickste da unten, dieses Kriegsbanner, wo man noch andere Einheiten bauen kann. Das kostet zu viel. Das würde man wahrscheinlich nicht so schnell schaffen. Plündertrupp ist aber relativ günstig. Untote und Arcane Essenzen, habe ich euch ja erklärt, kriegen wir massenweise aus dem Dämonen- und Totengebiet. Das heißt, ihr könnt Plündertrupp, und deswegen hat man es viel früher machen müssen, im optimalen Spiel Plündertrupp sofort bauen. Die kosten natürlich 4 Gold Upkeep. Sehr teuer, aber wir haben ja dafür unsere Glyphen. Das heißt, wir brauchen oben 2 Materium, 1 Totenessenz. Davon haben wir nicht ganz so viel. Müsste man noch sammeln. Und dann sind wir eigentlich set up. Dann können wir nämlich da schöne große Dämonen reinpacken. Und dann können wir Hokan dahin schmeißen, wo der Pfeffer wächst. Und das war's eigentlich. Ich habe jetzt überlegt, ich mache noch den letzten Kampf gegen Hokan da oben. Ohne Plünderer leider. Weil die halt leider 8 Runden dauern zum Kreieren. Da werde ich auch noch, müsste man auch daran arbeiten, dass die Rekrutierungszeit kürzer wird. Gruppenquartier ausbauen und so weiter. Aber im Prinzip habt ihr so jetzt ein Beispiel, wie man eine Strategie fahren kann. Hier seht ihr, wie viele Einheiten wir rekrutieren können. Und diese Strategie könnt ihr auf jeden Fall auf unmöglich sehr gut agieren. Die Key-Merkmale sind einfach erkunden, dann eine Strategie sich vorher überlegen, möglichst die Wirtschaft da auch nicht vernachlässigen und dann funktioniert das Ganze auch. Statt das jetzt zu bestätigen, möchte ich euch nochmal erinnern, wie stark denn die KI ist auf unmöglich. Sie ist hammerhart. Wie gesagt, 3 T3-Einheiten, 2 T2-Einheiten und 2 T1-Einheiten. Wir können nicht mal 7 Einheiten in unserem Stack haben. Das können wir erst, wenn wir unseren Turm auf 100 Meisterschaft haben. Anders funktioniert das nicht. Vorher kriegen wir keinen Slot mehr. Und 8 kriegt ihr dann nur noch bei Nekromanten, kriegt ihr sogar die Möglichkeit, 9 Einheiten im Stack zu haben, was eine Unverschämtheit ist, dass es nur da geht. Indem ihr halt diese bei Gillyshire die Ruf erhöht von der Stadt und halt dann dementsprechend noch die Nekropole oder was das heißt, die Kommandanturm damit so eine super Erweiterung ausstattet. Egal, gehen wir auf den Kampf. Ihr seht verdammt viele dicke Einheiten. Unser Schläger, der jetzt auch noch nicht so ein hohes Level hat, genauso unser Orkschammer, den ich euch noch nicht vorgestellt habe, der auch kein sehr hohes Level hat. Ist jetzt schon mit Schwäche 2-mal belegt, hat also minus 100% Todesresistenz, wird also auf jeden Fall sterben. Unser Warg, und das war leider von mir tatsächlich ein dummer Fehler, wird auch sehr wahrscheinlich sterben, da er auch diese Geschwächtheit, diese Schwäche bekommen hat. Wir müssen also jetzt maximal unsere Beschwörung aussetzen. Die Spinne ist schon gefallen, die der Schamane beschwören kann. Unser Held wird aber konstant neue Dämonen beschwören, weil er immun gegen Blutungen ist. Das heißt, es ist natürlich ideal, weil wir dann konstant immer wieder diese Beschwörung, bis wir keinen Fokus mehr haben, durchführen können. Dafür habe ich zum Beispiel jetzt auch keine Fokuskammer gebaut, die auch hier wichtig wäre. Dafür hätte ich aber wieder Adamantium haben müssen. Fokus für alle Einheiten wäre natürlich auch hier eine super Hilfe. Ja, ich führe den Walk und den Schläger jetzt rein, um irgendwie unsere Backline zu schützen, denn unser Elf hinten ist essentiell für Damage, den brauchen wir dringend und unser Schläger geht außenrum, um maximalen Schaden da raushauen zu können. Ich habe das übrigens alles auf 1,5 Geschwindigkeit gemacht, ich hoffe, man kann es trotzdem noch einigermaßen erkennen, ich denke aber schon. Ihr seht, Walk ist sofort tot, man merkt, die Zeiten des Walks sind nach 10 Wochen auf unmöglich tatsächlich vorbei. Also vor allem, wenn ihr Harkon oder diesen Dämonentypen habt. Die anderen KI-Gegner greifen uns ja momentan nicht an. Elf ist jetzt hier unsere Garantie und unser Schläger. Das sind die beiden wichtigsten Sachen, die wir haben, plus die Beschwörung halt. Der Schamane ist leider relativ nutzlos hier im Kampf, habe ich auch schon befürchtet. Ich will den langfristig zum Heiler ausbauen, habe ich aber bisher noch gar nichts geschafft, von daher schwierig. Ja, und jetzt versuchen wir noch irgendwie hier irgendwas zu reißen, was einigermaßen Sinn hat. Ihr seht, der Schläger wird jetzt auf jeden Fall auch sterben. Unsere Summons sind aber sehr gut dabei, alles zu zocken. Ihr seht aber diesen blöden Licht wieder, da beschwört er wieder Kreaturen. Das heißt, er hat nochmal 3 neue Einheiten dazu beschworen. Ich glaube, wir haben insgesamt gegen 11 Einheiten hier gekämpft mit unseren 6. Ja, und das ist schon sehr, sehr hart. Also diese Kombination von Untoten ist brutal. Wenn wir den Elf und den Schläger nicht hätten plus Summons, wäre es einfach Geschichte gewesen. Und nochmal, ihr müsst mal denken, diese Stacks kommen jetzt konstant. Also nicht irgendwie jede dritte Woche mal, sondern diese Stacks kommen auch mehrmals in der Woche. Ab einem bestimmten Punkt, sobald der Krieg erklärt hat, sowieso. Da werdet ihr permanent gegen solche Stacks kämpfen müssen. Da müsst ihr ganz klar gewappnet sein. Deswegen brauchen wir die Plünderer auch. Und auch die Strategie, diese Plünderer massiv zu buffen und kostenlos zu machen. Sodass wir mehrere Stacks mit denen auch aufbieten können. Naja, sonst sieht es jetzt ganz okay aus. Wir dürfen aber nicht den Schläger verlieren. Wenn der jetzt auch noch stirbt, dann wird es sehr hart mit unserem Power-Stack, dann können wir jetzt nicht mehr wirklich XP sammeln oder unsere Dämonen aufwerten. Deswegen müssen wir gucken, dass wir den irgendwie konserviert kriegen. Das heißt, oben den Magier töten, was wir auch schaffen gerade. Ja, der Rest ist jetzt nur Kleinvieh und wir müssen einfach beten, dass die nicht irgendwie Max-Damage machen, indem sie ja alle auf ihn draufgehen natürlich. Naja, gerade so überlegt der Schläger und damit ist der Kampf gewonnen. Aber ihr seht, wie knapp das geworden ist.
weswegen ich immer wieder betont habe, dass wir sehr, also relativ langsam bei dem Start waren. Trotzdem ist der Start nicht schlecht gelaufen. Ja, und mit dem Auto seht ihr nochmal, wie unser Stack wieder verstärkt wird. Die Dämonen, die ja von unserem toten Walk zurückgegeben wurden, können wir zum Glück wieder direkt einsetzen. Was natürlich eine ganz, ganz nette Geschichte ist. Das heißt, ihr könnt da eure Dämonen auch immer wieder verwerten. Ansonsten seht ihr natürlich die prekäre Lage. Naja, es stimmt ja nicht ganz. Wir sind eigentlich jetzt mit unserer Checkliste durch. Das heißt, wir können Hokan Ashi jetzt gut angehen. Sobald wir jetzt diese Plünderer-Maschinerie am Laufen halten und unsere Dämonen weiterhin bauen, die die Unterhaltskosten senken, können wir halt nachher Hokan suchen und ihn dann auslöschen. Ich hoffe, dass ihr damit jetzt so einen guten Eindruck hattet, wie das Ganze funktioniert. Ein bisschen so das Mindset, wie muss ich vorgehen, damit dem Erkunden möglichst effizient sein, auch wenn wir hier bei weitem viele Effizienzfehler gemacht haben und bestimmte Prioritäten ein bisschen vernachlässigt haben, wie zum Beispiel die Orkstadt jetzt auf maximalen Ruf zu bringen. Das hätte definitiv mehr meine Priorität sein sollen. Hätten wir jetzt schon Plünderer und Hokan hätte das direkt mal einpacken können. Das kann ich euch garantieren. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, das weiterzusehen, schreibt mir einfach in die Kommentare. Wenn so eine geringe Menge dann irgendwie Bock drauf hat, dann mache ich das gerne weiter, schneide ich das nochmal zusammen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder sonst welche Fragen, dann meldet euch. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Ihr wisst, was ihr sonst zu tun habt. Ne? Like, Subscribe und so weiter. Haut rein.